So, jetzt gilt es zu unserem Thema des Tages, Schloss Fürstenstein, Zamek Książ auf Polnisch. Geht auf eine Burg zurück, die von Herzog Wolko I. von Schneidnitz gegründet wurde und nach 1368 von der Herzoginnenwitwe Agnes verkauft wird an verschiedene Adlige, die dann in den Besitz sind. 1464 erwirbt der böhmische König Georg von Podjebrad den Fürstenstein, um seine Position gegenüber Breslau zu stärken. Auch hier werden als Vertreter der Herrschaft Burghauptleute eingesetzt. 1509 erwirbt Konrad von Hoberg den Fürstenstein. Das ist die Familie, die sich dann später von Hoch Berg schreibt, also von Hoberg zu Hochberg. Die Hochberg sind eine alte Familie, seit 1312 in Schlesien ansässig, machen auch die eigentlich übliche Titelkarriere. 1650 werden sie Freiherren, 1666 böhmische Grafen, 1683 Reichsgrafen und 1738 erwirbt dann der Reichsgraf Konrad Ernst Maximilian von Hochberg sogar die Stadt Waldenburg. 1772 wird die Herrschaft Fürstenstein ein Fideikommiss. Das ist eine Besitzform, die das Teilen des Gutes verbietet. Damit ist klargestellt, es erbt immer nur einer aus der Familie oder einer von den Söhnen, in der Regel der Älteste. Das ist eine besondere Form für große Besitze, um sie zusammenzuhalten. 1840 wird dann Fürstenstein in den Rang einer freien Standesherrschaft erworben und damit haben die Herrscher dann auch landesherrliche Rechte, gewisse landesherrliche Rechte. 1847 erbt der Reichsgraf Hans Heinrich X. das Fürstentum Pless, das ist also Besitz in Oberschlesien. Der Reichtum der Familie von Hochberg beruht auf den Bergwerken in und um Pless. Die Hochbergs hatten 12 Gruben, die sie dann vereinigt haben in den Waldenburger Bergwerks, in der Waldenburger Bergwerks AG, also eine Benennung nach dem Bereich hier Waldenburg, nach den anfänglichen Gruben, die sie hatten. Auf ihrem Besitz gab es dann natürlich weiterhin Landwirtschaft, viele Forstbetriebe, es gab fürstliche Patronate, also Kirchen, denen sie präsidierten, für deren Unterhalt sie allerdings auch aufkommen mussten. Dafür gibt es dann in der entsprechenden Kirche eine Patronatsloge, die sogar im Winter geheizt werden konnte, wogegen dann die Untertanen eben frieren mussten. Die Hochberg haben aber auch Soziales getan und haben soziale Einrichtungen gefördert und eingerichtet. Und sie hatten ähnlich wie die Schaffgotsch ein eigenes Bad, und zwar Bad Salzbrunn, das ihnen gehörte und wo sie auch die Einnahmen abgeschöpft haben. Wenn man von Fürstenstein spricht, muss man auch Desi von Pless erwähnen. Desi von Fürstenstein Pless. Sie ist eine geborene Cornwallis West, also eine Engländerin, lebte von 1873 bis 1943. Sie war verheiratet mit Fürst Hans Heinrich dem 15. von Pless und war so etwas wie eine High Society Lady des Hochadels, ein Fixstern der Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Ist eben aus England gekommen und hatte liberale Ansichten und die gab sie auch kund, war eine Gesellschaftsdame und war hier bei der Bevölkerung sehr beliebt, weil sie sich eben anders verhalten hat als ihr doch etwas zurückhaltender und konservativer Ehemann.
Als Engländerin war sie natürlich während des Ersten Weltkrieges und danach in Deutschland wenig gelitten. Das hat dann auch dazu geführt, dass sie 1922 sich hat scheiden lassen von ihrem Mann, was natürlich ein Skandal gewesen ist, dass ein Fürst und eine Fürstin sich scheiden lassen. 1939 wurden die Pläs dann allerdings enteignet. Der Fürst ist nach England gegangen. Sein Sohn ist allerdings, sein Bruder ist, Entschuldigung, ich muss nochmal neu ansetzen. 1939 wird der Bereich um Pless enteignet. Vorher ist er im Rahmen der Volksabstimmung zum größten Teil eben nach Polen gekommen. Das hat dazu geführt, dass einer der Pless, nämlich der Bruder des Fürsten, die polnische Staatsangehörigkeit angenommen hat. Und er hat gehofft, damit seinen Bergwerksbesitz in Polen halten zu können. Aber das war staatlicherseits nicht gern gesehen. Die Pless wurden also enteignet und 1939 dann eben endgültig, auch weil der Bruder als Pole natürlich in der polnischen Armee diente, was den Nationalsozialisten nun überhaupt nicht geschmeckt hat. 1943 wurde der Fürstenstein beschlagnahmt von den Nationalsozialisten, die dort dann ein Führerhauptquartier errichten. Oder es sollte dann dort ein Führerhauptquartier errichtet werden. Das ist das Projekt Riese. Der Umbau erfolgte durch die Organisation Todt, wobei vorher der Provinzialkonservator da gewesen ist und aufgeschrieben hat, das ist erhaltenswert, das ist erhaltenswert und das. Und alles andere hat die Organisation Todt rausgehauen und dort ein modernes Führerhauptquartier eingerichtet, sind aber nicht rechtzeitig fertig geworden, ist also nie benutzt worden. Der Fürstenstein hat im Zweiten Weltkrieg selber keine Beschädigungen erlitten. Er wurde dann aber zwischen 1945 und 1960 öfters geplündert, und steht jetzt seit 1990 als eigenständige GmbH im Besitz der Stadt Waldenburg. Jährlich wird der Fürstenstein von etwa einer halben Million Besucher und mehr besucht. Das Schloss selbst ist eine imposante Anlage. Kernstück ist der alte Bergfried. Einzelne Gebäudekomplexe stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Als da sind ein fünfgeschossiger Schlossflügel, ein Treppenhaus, Balkon und Terrassen, und zwar im gemäßigten Barock. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Vorburg umgestaltet mit Torhaus und Schlossbrücke. Die Innenräume sind durch die Organisation Todt dann im NS-Stil umgebaut worden. Nur die wertvollen Räume, hatte ich vorhin schon gesagt, wurden erhalten. Denkmalpflegerisch wertvolle Räume wurden in der letzten Zeit hervorragend restauriert. Originalmobiliar gibt es meines Wissens nicht mehr, vielleicht noch einige wenige Stücke. Man hat das dann aus anderen Schlössern ergänzt. Um den Fürstenstein und auf dem Fürstenstein befinden sich Parks. Wir sind ja im schlesischen Elysium gewesen. Dort gab es nur englische Landschaftsparks. Hängt damit zusammen, dass eben ab 1830 etwa diese Region entdeckt wurde und da war der englische Landschaftsgarten modern und in. Ich freue mich, Ihnen jetzt auf dem Fürstenstein auch einen Barockgarten oder mehrere Barockgärten zeigen zu können. Und zwar alle auf diesem Felsen um das Schloss herum. Eine Burg ist es eben mit barocker Terrassenanlage. Es gibt die Wasserterrasse, die Floraterrasse, die mittlere Terrasse, die Rosen-, Kaskaden- und Hufeisengasse.
Unterhalb der Burg entstand dann Ende des 19. Jahrhunderts ein 125 Hektar großer Landschaftspark entlang des Hellebachs mit Brücken, Aussichtspunkten und als künstlicher Ruine eine alte Burg. Der Kuriosität halber sei auch noch mitgeteilt, dass hier im Jahre 1800 das letzte Ritterturnier in Schlesien stattgefunden hat, und zwar in Anwesenheit von König Friedrich Wilhelm II. Und der Königin Luise von Preußen. Es gibt dann in dem Landschaftspark natürlich auch Wasserfälle, Teiche und anderes mehr, alles was zu einem solchen Landschaftsgarten gehört. Wir haben ja gehört, dass wir sowohl den Fürstenstein besichtigen können, wir können aber auch uns ins Café setzen oder wir können auch die Gärten besichtigen. Bitte denken Sie dran, der Landschaftspark ist sehr groß. Verlaufen Sie sich nicht, sondern sind Sie pünktlich wieder beim Bus. Das als erstes. Wir werden dann vor Ort noch eine Einleitung vom dortigen Personal hören, von der Museumsleiterin, so dass es da vielleicht noch die ein oder andere Ergänzung gibt oder etwas andere Darstellung.